Hallo und herzlich willkommen zu Fitscheint, Futter für Muskeln und Hirn. Heute kommt der zweite Teil vom Cortisol-Video. Und zwar auf Wunsch geht es heute um Cortisol und Sport. Ja, starten wir gleich, damit es nicht wieder so lange wird. Also, Erinnerung aus dem ersten Teil, das Cortisol, das ist ja nicht unser Feind, sondern es hat viele positive Effekte bei uns im Stoffwechsel und dazu gehörte unter anderem auch die Vorbereitung auf die Kampf- und Fluchtreaktion. Das Cortisol hat das Gehirn und den Körper durch seine Stoffwechselwirkung mit Energie versorgt und dass das Gehirn Strategien entwickeln konnte für Kampf und Flucht und der Körper auch mit ausreichend Energie versorgt war, um diese Strategie dann auch erfolgreich auszuführen. Dann wurde entweder gekämpft oder es wurde geflohen, je nach Strategie. Dabei wurden dann diese freigesetzten Nährstoffe aber auch verbraucht. Und dann ging alles wieder in den Ruhezustand. Das ist der normale Weg. Heute sieht das Ganze aber ein bisschen anders aus. Viele Menschen haben Stress im Beruf, im Alltag, ohne dass sie die Kampf- und Fluchtreaktion dann ausführen können. Man kann ja schlecht von seinem Schreibtisch fliehen und man kann auch meistens aus einer Beziehung nicht einfach so fliehen. Das heißt, das Cortisol wirkt zwar, setzt die Nährstoffe frei, aber die können dann nicht verbraucht werden. Und deswegen müssen wir uns heute mit Szenarien befassen, die eigentlich umgekehrt sind. Wir haben schon eine Cortisolausschüttung und dann gehen wir zum Sport. Also es ist nicht umgekehrt, wir kämpfen und fliehen und werden darauf vorbereitet, sondern wir sind schon in dem Modus und können dann unter Umständen Sport machen oder uns bewegen. Es kann auch andere Art von Bewegung sein, um dann die Cortisol-Antwort zu nutzen und uns dann auch damit wieder runterzufahren. Und da gibt es eben dann die zwei Möglichkeiten. Einmal, der Sport kann dazu dienen, dass es uns danach besser geht. Aber je nachdem, wie wir den Sport ausüben, kann der auch dazu führen, dass die Stressantwort noch erhöht wird. Und das schauen wir uns jetzt im Folgenden an, welche Hormone da eine Rolle spielen und wie man das gestalten sollte, dass es möglichst positive Effekte hat. Die gestressten Leute, die zum Sport gehen, um den Sport zum Stressabbau zu machen, ist ja eine gut mögliche Strategie. Wir haben also das Cortisol, das haben wir als allumfassend katabolisches Hormon kennengelernt. Also Cortisol ist ja das einzige Hormon, was nicht nur die Fettspeicher zum Abbau bringt und die Kohlenhydratspeicher zum Abbau bringt, sondern auch die Muskel, das sind ja dann keine Speicher, sondern die Muskelstrukturen, die Proteinstrukturen im Muskel und auch, das habe ich ja schon erwähnt, ganz wichtig, auch die Strukturen vom Immunsystem, die Proteinstrukturen, auch die fallen dem Abbau anheim, wenn das Cortisol hoch ist, besonders wenn es über lange Zeit hoch ist. Und die Aminosäuren werden dann genutzt, um daraus Kohlenhydrate zu bilden, vorrangig fürs Gehirn. Beim Sport als Gegenspieler anzusehen, haben wir verschiedene Hormone in unterschiedlicher Ausprägung. Als allererstes mal hätten wir das Testosteron, was beim Sport ausgeschüttet wird, je nachdem halt, ob man Mann oder Frau ist. Das Wachstumshormon, eigentlich müsste man sagen, die Wachstumshormone, habe ich gerade ein ganz neues Paper dazu gelesen, dass man bei dem Wachstumshormon eigentlich noch im Embryonalstadium ist, was das Wissen angeht. Also so einfach, wie man sich das bisher immer vorgestellt hat, ist es nicht. Aber das würde jetzt zu weit führen, leider. Das kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber ganz spannend. Und natürlich das IGF, Insulin-like Growth Factor, also mit der insulinähnlichen Wirkung. Und Insulin haben wir ja schon kennengelernt, als das den kompletten Gegenspieler zum Cortisol, weil das alle Strukturen im Körper zum Aufbau anregen kann. Ja, und der IGF,
Das ist der Wachstumsfaktor, der eine insulinähnliche Wirkung hat, IGF-1 in diesem Zusammenhang. Und hier unten die Abbildung, die zeigt, dass man eigentlich schon sehr viele Stoffwechselwege, die angeschaltet werden, von diesen Hormonen relativ gut kennt. Das ist natürlich wahrscheinlich erst die Spitze vom Eisberg, aber man kann schon ein paar von diesen Stoffwechselwegen benennen und weiß auch, wie die ineinander greifen. Das ist für diejenigen, die da tief in der Materie stecken, ein spannendes Feld. Wir bleiben heute natürlich an der Oberfläche. Ja. Sport zum Stressabbau. Also Menschen, die im Job, in der Familie oder wo auch immer einen besonderen Stress erfahren, die können mit einem geeigneten Sportprogramm ihren Stresshormonspiegel senken. Das ist mal das eine. Also das Cortisol, das Stresshormon, soll absinken. Das ist der eine Vorteil vom Sport. Und der andere Vorteil wäre der, dass diese durch das Cortisol freigesetzten Fettsäuren und die freigesetzten Kohlenhydrate nicht einfach so im Blut rumdümpeln und dann wieder irgendwo anders, meistens an einem falschen Platz, wieder eingelagert werden, sondern wenn ich die sportliche Aktivität an meinen stressigen Alltag anhänge, dann können diese freigesetzten Energieträger tatsächlich im Sport verbraucht werden. Und dann habe ich eine Chance, die durch das ständige Cortisol, das haben wir beim letzten Video ja gesehen, wenn man da ständig Cortisolausschüttung hat und diese Nährstoffe nicht verbrennt, dann haben die negative Effekte im Stoffwechsel. Und das kann ich durch das Sportprogramm verhindern. Also muss ich mir überlegen, welche Art von Sport ist für wen geeignet, um das Cortisol zu vermindern oder die anabolen Gegenspieler zu erhöhen. Muss ich geschickt wählen, weil sonst geht es nach hinten los. Und dann haben wir verschiedene Zielgruppen und wir haben verschiedene Sportprogramme und das haben wir uns natürlich angeschaut. Also ich habe es nur abgekupfert. Angeschaut haben sich natürlich die Forscher. Und da gucken wir erstmal nach den jungen, trainierten Männern, die gestresst von der Arbeit kommen. Und da hat man geguckt, was ist für die am besten? Sollen die eher ein Ausdauertraining machen oder eher ein Krafttraining? Und man misst dann immer das Verhältnis von Testosteron zu Cortisol. Da bildet man dann den Quotienten. Oben steht Testosteron und unten steht Cortisol. Und je höher der Wert ist, desto besser ist der Outcome, also das, was man erreichen möchte. Und dann hat man geguckt und hat herausgefunden, dass bei den Männern Testosteron gleich geblieben ist, also das oben der Wert ist gleich geblieben. Und sowohl das Ausdauertraining als auch das Krafttraining hat den erhöhten Cortisolspiegel bei den gestressten jungen Leuten absenken können. Das heißt, beide Trainingsarten hatten einen positiven Effekt. Ja, kann man jetzt ja sagen, okay, dann sind die halt dahin gegangen, die 6 Wochen lang, und haben einfach im Training immer nur in die Handy geschaut und haben sich dann ein bisschen runtergefahren, haben sich ein bisschen entspannter im Training und deswegen ist einfach das Cortisol abgesunken. Deswegen hat man auch noch nachgeguckt, ob die denn auch einen körperlichen Effekt von dem Training hatten. Ja, und die hatten tatsächlich auch so hart, in Anführungszeichen, trainiert, dass tatsächlich auch ein körperlicher Fortschritt erfolgt ist. Also das scheint auf jeden Fall mal beides bei jungen, trainierten Männern, die gestresst von der Arbeit kommen, zu funktionieren. Wie sieht es denn jetzt aus mit den älteren Männern, 60, 70, in dem Bereich? Wenn die eine hohe Stressbelastung haben, dann beeinträchtigt die das natürlich psychisch, also vom Mindset her, als aber natürlich auch körperlich. Und deswegen hat man nachgeschaut, wenn die Krafttraining machen, was für eine Intensität an Krafttraining sollten die machen, damit ihr Cortisolspiegel nach unten geht. Und da hat sich gezeigt, ich habe da jetzt einen Heinz, der ist natürlich noch keine 60, deswegen darf der noch ein bisschen anders trainieren, aber er ist ja kurz davor, deswegen habe ich ihn schon mal vorgewarnt, dass er sein Training wahrscheinlich umstellen muss. Da hat sich nämlich gezeigt, wenn man es zu arg übertreibt, also zu intensiv trainiert, dann ist das kontraproduktiv. Moderat, nicht zu extrem trainieren und dann hat man die beste Antwort im Unterdrücken von Cortisol.
Also nicht zu viel Gas geben, wenn man schon älter ist. Da ist ja mit der Testosteronantwort auch nicht mehr so weit her, gell? Also ein bisschen aufpassen. Also nicht denken, oh, ich bin noch ein junger Hirsch, ich kann einfach so weitermachen wie mit 20. Habe ich ja immer so gemacht, ist vielleicht nicht ganz der richtige Weg. Also immer vorausgesetzt natürlich, man ist auf die körpereigene Hormonsynthese angewiesen. Da gehen wir in dem ganzen Video von aus. Es ist nämlich mit dem Testosteron und der Eigenausschüttung im Alter ja nicht mehr so toll. Wenn wir uns jetzt hier mal das rechte Bild angucken, dann haben wir einmal das Gesamttestosteron, das ist die graue Linie. Es interessiert uns aber gar nicht so arg, weil es sind zwei gegenläufige Prozesse, die beide schlecht sind im fortlaufenden Alter. Also einmal sinkt die Testosteronbildung beim älteren Mann ab, also die Eigensynthese geht runter und gleichzeitig geht die Bildung von dem Bindeprotein, also was das Testosteron abfängt praktisch, also noch weniger wirksam macht. Es geht auch gleichzeitig noch nach oben, also doppelt schlecht. Und uns interessiert eigentlich nur die orange Linie. Das ist das freie Testosteron, also das, was im Blut auch so vorliegt, dass es wirken kann. Und da sehen wir doch hier im Bereich von 35 Jahren an haben wir einen deutlichen Abfall vom freien Testosteron. So. Da müssten wir vielleicht ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Und da kommt es natürlich zu körperlichen Veränderungen. Körperlichen, physiologischen, psychologischen soll das natürlich dann heißen. Die Muskelmasse nimmt ab, die Maximalkraft nimmt ab und die Ausdauer nimmt ab. Das ist aber nicht bei jedem Mann gleich. Und da kann man biologisches Alter und chronologisches Alter, also das Alter nach Lebensjahren, kann man unterscheiden. Und ein Marker dafür ist das Testosteron. Das ist nämlich nicht bei allen Männern gleich. Es gibt manche Männer, die mit 35 noch einen ganz anderen Testosteronspiegel haben als der Nachbar, der Tischnachbar im Büro zum Beispiel. Aber durchschnittlich muss man sagen, 1,6% weniger jedes Jahr. Und irgendwann mal hat man so wenig, dass man dann von Hypogonadismus spricht, also einfach zu niedrige Produktion. Und dann haben wir einen schlechten Zustand. Aber, jetzt kommt das große Aber, da kann man was dran machen. Der Lebensstil und die Gesundheitsfaktoren, die haben hier einen sehr großen Einfluss drauf, unter anderem eben auch das Krafttraining. Ja. Und da sollte man eben gucken, wann man trainiert und wie hart man trainiert. Also man soll auf jeden Fall gucken, was man trainiert. Und hier hat sich gezeigt, dass ein Krafttraining immer mit dabei sein sollte. Und das war hier so ein spezielles Trainingsprogramm, das der sich hier ausgedacht hat. Und man kann auf jeden Fall das Verhältnis zwischen Testosteron und Cortisol verbessern, wenn man ein sinnvolles Krafttraining in diesem Alter betreibt. Ist also nicht hoffnungslos. Das hier, das fand ich ganz spannend. Ich hatte es erst ein bisschen anders genannt, die Überschrift, aber dann dachte ich, muss ich das wieder wegnehmen, sonst verstehen es die Leute wieder falsch. Es muss auf jeden Fall ein Krafttraining dabei sein. Wenn man nur Ausdauertraining macht, dann hat man schlechte Karten. Jetzt ist über 20 ja noch kein Alter, aber wir haben es ja vorhin an der Linie gesehen, ab wann das losgeht mit dem Absinken vom Testosteron. Und je älter die Männer werden, desto wichtiger ist das Krafttraining im Vergleich zum Ausdauertraining. Das habe ich ja auch schon mal erzählt. Da geht es um ganz viele Faktoren, aber unter anderem geht es eben auch um den Testosteronspiegel. Und da hat sich jetzt hier gezeigt, dass das Krafttraining den Testosteronspiegel erhöht, während das Ausdauertraining den Testosteronspiegel eher reduziert hat. Da kommt es jetzt natürlich auch noch darauf an, was hat das Cortisol gemacht, das haben die hier nicht gemessen und wie stark. Aber mitnehmen kann man auf jeden Fall, als Mann sollte man unbedingt Krafttraining betreiben und den Fokus lieber aufs Krafttraining legen. Lieber eine Stunde mehr mit Hanteln verbringen, als eine Stunde laufen. Nicht entweder oder, sondern vielleicht den Fokus ein bisschen verschieben. Ja,
Und dann geht es jetzt darum, was erzeugt denn so richtig Stress? Und was ist denn, wenn das Training Stress erzeugt? Und dann hat man jetzt geguckt, wenn die Männer ein High-Intensity-Ausdauertraining gemacht haben. Aber das haben wir ja schon gehört. Da steigt das Cortisol an, Testosteron geht vielleicht sogar ein bisschen runter. Aber was macht das denn mit den Menschen? Und da hat sich dann gezeigt, ja, sie waren müde, sie waren erschöpft, aber sie waren auch ein bisschen entspannter, also weniger aggressiv und auch weniger gewaltbereit. Also man fährt ein bisschen runter. Das ist vielleicht auch gar kein so schlechtes Ding. Das wären, wenn Leute sich eher zum Abreagieren zu dem Sport widmen. Also auch ein ganz guter Effekt. Aus den Studien, grob zusammengefasst, nagelt mich nicht fest, dass, die Studien sind total unterschiedlich. Die Probanden sind unterschiedlich, mal Trainierte, mal Untrainierte. Die Trainingsregime sind total unterschiedlich. Was gemessen wurde, ist auch ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, ich kann mich trauen, das einigermaßen so zusammenzufassen. Der positive Effekt auf das Testosteron im Training ist umso höher, je mehr Muskulatur in einem Training benutzt wird. Und eine Studie fand ich ganz spannend. Da war, wenn nur Oberkörper gemacht wurde und keine Beine dabei waren, auch wenn das Oberkörpertraining sehr intensiv war, hat es nicht zu einer gleichen Testosteronausschüttung geführt, wie wenn auch der Unterkörper dabei war. Aber wie gesagt, das ist ein Studiendesign, ist immer ein bisschen kritisch. Aber je mehr Muskeln benutzt werden, desto höher war die Testosteronausschüttung. Das kann man, glaube ich, sagen. Und auch je höher die Trainingsgewichte. Also nicht je höher der Trainingsumfang, sondern wirklich auch je höher die Trainingsgewichte. Es war auch ein Unterschied zu sehen, wenn bei dem gleichen Design mehr freie Gewichte als Maschinen benutzt wurden. Und es war auch so, dass wenn die Pausenzeiten verkürzt wurden, dass dann auch die Testosteronausschüttung höher war als bei längeren Pausenzeiten. Am Ende zählt jedoch immer das Verhältnis von Testosteron zu Cortisol. Das darf man nie außer Acht lassen. Was nützt einem der schönste Testosteronanstieg, wenn das Cortisol dann auch überproportional mit ansteigt? Was auch ganz, ganz wichtig ist für die Leute, die immer gerne Unsummen oder unendliche Zeiten im Studio verbringen. Beide Hormone steigen an, je länger man trainiert. Aber umso länger das Training dauert, umso mehr bekommt das Cortisol die Oberhand. Also wenn man es ganz stark vereinfachen möchte, kurz und schwer, mit vielen Grundübungen, da scheint man auf der sicheren Seite zu sein. Da bleibt ja jetzt die Frage, wie ist das bei den Frauen? Da ist ja die Testosteronausschüttung wahrscheinlich untergeordnet. Frauen sind keine kleinen Männer. Wenn ihr dazu gerne ein Video hättet, das kann ich hier nicht mehr mit in dem unterbringen. Also wenn da der Wunsch groß ist, bitte in die Kommentare schreiben. Frauen sind keine kleinen Männer, habe ich ja schon mal was gemacht drüber. Aber wenn ihr da gerne einen zweiten Teil hättet, bitte zahlreich kommentieren. Dann werde ich auch diesen Wunsch erfüllen. Ja, jetzt haben wir hier die Studien dazu. Also, Studienlage. Können wir auch mal drunter schreiben, wenn ihr sagt, diese ganzen Studien, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich glaube dir, dass du das anhand von Studien belegen kannst. Oder ich traue sowieso nur einer Studie, die ich selbst gefälscht habe, wie eure Lage dazu ist. Ich bin es halt gewohnt, dass man eine Aussage macht, dass man die über Studien belegen muss. Deswegen füge ich die immer hier an. Aber wenn ihr sagt, dauert es nur unendlich lange, könnt ihr es auch reinschreiben, ja mit oder lieber ohne oder allem Anhang oder keine Ahnung. Mache ich es auch gerne anders. Eine Messmethode hier, um diesen Stress zu messen, ist auch wissenschaftlich basiert. Die Messung von Cortisol und Testosteron im Speichel. Nur mal, damit ihr eine Idee habt, wie man sowas auch messen kann. Zum Thema Frauen nochmal.
wie gesagt, ich mache gerne ein Video, aber was ihr beachten solltet schon mal, das sehen wir immer häufiger, auch bei unseren eigenen Klientinnen, die Stefanie und ich betreuen. Frauen wollen vom Training oft zu viel. Wenn man Krafttraining betreibt, dann ist ja das eigentliche Ziel vom Krafttraining Muskelaufbau, Kraftaufbau. Und das eigentliche Ziel ist nicht, möglichst viel Kalorien verbrennen und deswegen möglichst lange im Studio mit möglichst vielen Übungen, möglichst vielen fancy Zeug dabei. Das ist ja nicht der Ursprung vom Krafttraining. Dann sind die Krafttrainingspläne bei Frauen, wenn man die sich anguckt, häufig völlig unangepasst. Sowas gilt auch fürs Cardiotraining. Cardiotraining soll eigentlich die Cardio-Fitness verbessern und soll nicht dazu dienen, wenn man am Tag vorher meint, man hätte gecheatet, mein absolutes Lieblingswort, man hätte gecheatet, dass man das dann am nächsten Tag wieder wegstrampelt. Also das ist auch nicht Sinn vom Cardiotraining. Häufig passen die Kalorien und die Makroverteilung überhaupt nicht zu den Trainingsplänen, die gemacht werden. Die hormonelle Lage bei Frauen wird auch oft ignoriert und auch, dass Frauen sowas wie einen Zyklus haben, das wird meistens auch nicht berücksichtigt. Und dann sage ich immer, dann gibt es statt so einer schönen X-Form, gibt es dann so einen Eiffelturm irgendwann mal. Also oben keine Schultern mehr und unten trotzdem noch heftige sogenannte Problemzonen. Also aufpassen, Mädels. Wer auch aufpassen muss, das ist ja auch eine neue Generation von Sportlern, die ich früher so nicht gekannt habe. Also das sind die Sportler, die keine Off-Season haben, sondern die immer ripped sind, also all-time ripped. Bei denen haben wir auch ein Problem. Wenn man das ganze Jahr über oder immer einen sehr niedrigen Körperfettanteil haben will, und einen unphysiologisch niedrigen und dann entsprechendes Training immer hoch hat und so weiter, dann gibt es dann sowas wie eine Hypogonade, also sowas ähnliches wie bei Frauen, wenn die keinen Zyklus mehr haben, gibt es sowas vergleichbar auch bei Männern. Ja. Im Bodybuilding muss man auch aufpassen, das ist am meisten in der Diätphase erst der Fall, wenn man zu hohe Trainingsintensitäten hat, einen zu niedrigen Körperfettanteil, dann kann nämlich auch durch das Cortisol das Immunsystem unterdrückt werden und man ist ständig krank. Da muss man auch aufpassen. Ja, hier haben wir das. Wenn man einen zu niedrigen Körperfettanteil hat und zu viel trainiert, dann wird die Testosteronproduktion durch zwei verschiedene Hormone unterdrückt und es empfiehlt sich auch, die mal messen zu lassen. Das eine ist Cortisol und das andere ist das Prolaktin. Und wenn ich den Jungs sage, lass das doch mal bitte messen, dann sagen die immer, ich habe doch gar keinen Milcheinschuss in meinen Milchdrüsen. Ja, aber es ist halt auch ein Stressmarker. Und zu wenig Kalorien unterdrückt halt auch diese Hypothalamus-Hypophysen-Hodenachse, wo dann eben das LH und das FSH ausgeschüttet werden, die eben Spermienproduktion und Testosteronproduktion anregen. Und das ist dann eben das Gegenstück zu Frauen, die ihre Periode verloren haben. Durch zu viel Training und unangepasste Ernährung, das ist das genau das Gegenstück. Also das gibt es auch bei Männern. Dann wundert man sich, warum da mit den Hormonen nichts geht. Ja, und dann gibt es natürlich noch, das haben wir ja auch gelernt, beim Cortisol diesen sogenannten zirkadianen Rhythmus, also dass morgens viel Cortisol ausgeschüttet wird, dann nochmal pulsatil über den Tag, aber abends relativ wenig, damit man zum Einschlafen kommt. Und da gibt es dann die Theorie, dass man dann lieber morgens trainieren soll, weil da sowieso das Cortisol hoch ist und nicht nochmal abends nochmal ein Anstieg der Stresshormone. Die Datenlage ist ein bisschen anders. Man würde eigentlich sagen, also nachts, es gibt ja jetzt auch, 24 Stunden sind die Studios geöffnet, da geht man mal schnell nachts, weil man sowieso nicht gut schlafen kann. Das höre ich auch von meinen Mädels immer wieder. Oh, da bin ich ja nachts ins Studio gegangen, dann habe ich da trainiert, weil ich konnte eh nicht schlafen. Also nachts schläft man. Da trainiert man nicht. Nie. Auch nicht mal ausnahmsweise. Man sollte auch eigentlich nicht früh morgens trainieren, weil man schlafen sollte. Und da höre ich auch immer wieder, ja, da kann ich viel besser trainieren. Und also wenn es irgendwie möglich ist,
sollte man versuchen, das mal umzustellen und mal längere Zeit auszuprobieren, ob man nicht besser fährt mit einem Training am späten Nachmittag. Das wäre von der inneren Uhr her besser, wahrscheinlich auch von den Nährstoffen, wenn man die Kohlenhydrate schon vor dem Training gegessen hätte, als wenn man so halb nüchtern im Training rum. Naja, ich sag's nicht. Gut. Also fülle deine Glykogenspeicher, deine Energiespeicher, isst ausreichend Kalorien und dann geht man ins Training. Man kann auch diese entsprechenden Supplements probieren, die komme ich später noch drauf. Und ja, Entspannungsübungen und ähnliches, sage ich auch noch was dazu. Ja. Wenn man früh morgens Ausdauer- und Krafttraining macht, kann das auch das Immunsystem negativ beeinflussen, dass die Infektanfälligkeit steigt. Da gibt es auch Hinweise für. Dass natürlich der Muskelaufbau geringer sein kann. Also mal überlegen, ob man es vielleicht nicht mal probiert, ob es anders geht. Hier, das wäre so nach der Datenlage die Trainingsperformance am größten für Krafttraining, Crossfit und solche Sportarten. Wenn man am späten Nachmittag das Training mit der hohen Intensität macht, am frühen Abend, nicht ganz so spät, dass man noch wieder einschlafen kann und morgens die Sachen macht mit einer niedrigen Intensität, wo man mehr die Fettsäuren zur Energiebereitstellung nutzt. Achtung! Wenn man weiß, dass man einen Kraftwettkampf, zum Beispiel Powerlifting, früh morgens hat, dann lohnt es sich, das Training umzustellen, weil man dann ja auch, wenn man das gewohnt ist, früh morgens stark zu sein, dass man dann im Wettkampf auch früh morgens stark ist. Entschuldigung. Ja. Wie kann man jetzt dieser Stressreaktion gegensteuern? Erst einmal ausreichend Kohlenhydrate essen. Auch wenn Keto und Low Carb und alles total in ist, orientiert euch lieber an solchen Sachen wie Flexicarb. Da werden nämlich die Kohlenhydrate in Abhängigkeit von eurer Sportbelastung gegessen und benutzt ausreichend Kohlenhydrate für eure Regeneration. Das sollte man berücksichtigen. Was auch gezeigt wurde, dass wenn man Intra-Workout ERA supplementiert, dass man die Cortisolreaktion, die im Training, also die ansteigt, dass man die unterdrücken kann, ohne dass es irgendwelche negativen Effekte auf die anderen Stoffwechselwege hat. Also ERAs, Intra-Workout. Der Alleskönner, die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA aus dem Fischöl, die haben positive Effekte auf Cortisol. Die haben auf ganz viele andere Sachen, die im Gehirn stattfinden, eine positive Rolle. Also da gibt es eine Unzahl von Studien und da sollte man nicht mit sparen. Geht ruhig ein bisschen höher mit diesen Omega-3-Fettsäuren. Da habt ihr an vielen Stoffwechselwegen positiven Effekt, aber ganz besonders eben in dem Falle auch auf die Cortisolwirkung. Präbiotika spielen eine Rolle. Das wissen wir auch, wenn ihr meine Vorträge öfter anhört, dass der Darm und seine Bewohner einen wichtigen Einfluss auf Stress und Wohlbefinden haben. Und es gibt jetzt hier auch Studien zu Probiotika, also zu den Bakterien. Präbiotika ist ja das Futter für die Bakterien. Und da hat man hier mit einem Stamm, habe ich eine Studie gefunden, gibt es aber sicherlich auch noch mehrere Stämme. Hier ist einer, bei dem man die Stressantwort gemessen hat. Und dann gibt es noch die sogenannten Adaptogene. Das sind Pflanzeninhaltsstoffe, die helfen sollen, sich psychischem und physischem Stress anzupassen. Da gibt es jede Menge Aussagen dazu. Ich habe mir mal Ashwagandha rausgegriffen, weil das sehr vielversprechend erscheint. Astralagus wird auch immer genannt. Da habe ich jetzt nicht so viel zugefunden. Cordyceps wäre jetzt auch nochmal eine Möglichkeit. Astragalus, nicht Astralagus. Cordyceps wird auch immer genannt. Wäre vielleicht ein Versuch wert. Rhodiola und Schisandra, das wäre auch vielleicht ein Versuch wert. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt mal Ashwagandha rausgegriffen, weil da die Studienlage sehr gut ist. Das soll das alles können. Und hier rot umkringelt seht ihr die Anti-Stress-Antwort. Und dazu gibt es auch jede Menge Studien. Blätter- und Wurzelextrakt zeigen deine Wirkung.
Die genaue Dosierung ist nicht genau klar, weil die verschiedenen Extrakte auch unterschiedliche Anteile enthalten. Aber es sieht gut aus. Auch die Leistungsfähigkeit wird verbessert bei Männern und Frauen, also auch mal was für Frauen dabei. Hier wurden bei diesem Extrakt 300 Milligramm genommen über 90 Tage. Hat das Wohlbefinden verbessert, die Schlafqualität, Stresslevel reduziert. Eine Warnung gab es noch. Es gibt verschiedene hochqualitative und manche hatten Verunreinigungen drin, aber das wird wahrscheinlich bei allen Pflanzenextrakten ein Problem sein. Muss man eben gucken, wo man es herbekommt. Dann die Pomgranate, der Granatapfel. Das ist auch ein Alleskönner. Also da gibt es auch mit Cortisol Superstudien, die auch zum Beispiel das Schilddrüsenhormon nicht beeinflussen. Das finde ich auch ganz spannend, dass man das dabei dies gemessen hat. Also das wäre auch sicherlich eine Substanz, die man im Auge behalten sollte, den Granatapfel. Also da gibt es jede Menge neue Studien dazu. Also im Auge behalten, Granatapfel. Vielleicht mal ab und zu mal essen. Und das ist jetzt nicht pflanzlich zwingend, Phosphatidylserin. Das benutze ich auch selber. Meine Cortisolantwort ist unter Phosphatidylserin abgesunken, mein Cortisolspiegel. Und da ist die Datenlage mit der Dosierung ein bisschen uneinheitlich und deswegen kommen die auch zu unterschiedlichen Ergebnissen zwischen 200 und 600 Milligramm pro Tag. Aber wer erstmal den Cortisolspiegel messen überhaupt, ob man einen erhöhten Cortisolspiegel hat. Und dann wäre das durchaus auch eine Möglichkeit. Ja. Gibt es auch genug Studien zu. Ja, und dann war noch mal die Frage zur Nachtschicht. Wie das mit der Nachtschicht ist, da bin ich jetzt ein bisschen, ich bin ja kein Arzt. Es gibt aber ausreichend Chronobiologen, die auch in die Ärzte beraten. Generell ist es ja immer ein Unterschied, ob man Wechselschichten hat oder ob man, also wo man alle, wie im Krankenhaus zum Beispiel, alle zwei Tage irgendeine andere Schicht hat. Aber wenn man sagt so ungefähr nach 5 Tagen, hat sich dann die innere Uhr schon wieder verändert. Also die innere Uhr bleibt ja eigentlich gleich, aber dieser Rhythmus, der verändert sich dann. Und was man machen kann, um den Rhythmus wiederzufinden, ist abends, also wenn man vorm Schlafen gehen, eine Blaulichtbrille benutzen, wenn man am Computer sitzt und am Handy. Das mache ich auch. Wenn ich abends noch am Rechner sitze, benutze ich eine Blaulichtbrille. Zum Einschlafen Melatonin benutzen, weil das ja nur ausgeschüttet wird, wenn man eigentlich den normalen Tag- und Nachtrhythmus hat. Morgens zum Aufstehen, damit das Melatonin wieder abgebaut wird, benutze ich dann eine 10.000 Lux-Lampe. Man sollte in der Nachtschicht dann kein fettiges Fastfood essen, sondern sich vielleicht eher so an der Logi-Ernährung orientieren. Aber das sind keine medizinischen Tipps, das sind Anregungen von mir, das kann man vielleicht mal ausprobieren. Ansonsten gibt es auf jeden Fall Ärzte, die einen da gut beraten können. Ja, und das Gleiche gilt, warum ich hier keine Tipps für Entspannung oder sonst irgendwas mache. Ich kann Krafttraining, ich kann Ernährung. Das habe ich beides selber gemacht. Da bin ich in der Datenlage tief verwurzelt. Wenn ich jetzt Tipps geben würde zu Entspannung oder Mentalgeschichten, da gibt es Experten für. Auf deren Terrain wage ich mich nicht. Ich finde es auch immer blöd, wenn die sich auf mein Terrain wagen. Und das, was ich hier mache, ist, das, was ich an Erfahrung gesammelt habe in Ernährung und in Krafttraining, das untermauere ich mit Studien. Aber ich rede nie von Dingen, in denen ich auch keine praktische Erfahrung habe. Und deswegen, da kann ich auch nur googeln, was kann man da machen. Und ich habe schon mal progressive Muskelentspannung nach Jakobsen gemacht. Das ist meine einzige praktische Erfahrung in dem Bereich. Und ich versuche mich jetzt mit Achtsamkeit, aber da bin ich Laie. Deswegen spreche ich darüber nicht, weil ich mich auf die Felder fokussiere, wo ich Theorie und Praxis vereinigen kann. So. Aber es gibt genügend Experten und Expertinnen, Kindern, die das können. Ja, und ganz zum Schluss noch meine Frage. Also Schlaf ist ja ganz wichtig in allen Bereichen. Auch da, wenn da ein Video gewünscht wird, das überstreitet ja heute meine Zeit, die ich ja schon wieder weit überschritten habe, extrem. Also Videowünsche, Kommentare bitte gerne in den
in die Kommentare unter das Video. Ihr wisst ja, YouTube und Kommentare und so, irgendwie hängt das alles zusammen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe euch keinen Stress gemacht. Vielleicht habt ihr was gefunden, was ihr umsetzen könnt. Und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schaut mal bei uns im Shop vorbei, weil der Heinz bezahlt mich immer nur in Shop-Umsatz. Also, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag und eine stressfreie Woche. Tschüss.